Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, gestatten Sie mir zum Einstieg eine kurze Besserwisserei. Herr Schmitz, Sie sagten eben Tautologie und meinten, glaube ich, Alliteration. Eine Tautologie ist eine Aussage, die immer stimmt, und insofern ist Murks Maut durchaus eine Tautologie. Bei Aussagen, die immer stimmen, gibt es aber noch eine, nämlich die alte politische Weisheit: Keine Idee ist so schlecht, dass ein Bundesverkehrsminister von der CSU sie nicht noch verrückter machen könnte. Und so sprechen wir hier und heute in dieser Aktuellen Stunde nicht nur über eine Pkw-Maut als infrastrukturpolitischen Irrweg, wir sprechen nicht nur darüber, dass immer noch völlig offen ist, ob Seehofers Populismus von der Ausländermaut eigentlich europarechtskonform ist, wir sprechen nicht nur über ein absurdes Bürokratiemonster, sondern wir sprechen auch, und deshalb darf ich als Datenschützer mich in diese Debatte einschalten, über ein System, das geeignet ist, quasi im Vorbeifahren zu einer gigantischen Datenkrake zu werden. Meine Damen und Herren, das Grundrecht der informationellen Selbstbestimmung ist ein hohes Gut. Es ist ein so hohes Gut, dass es vom Bundesverfassungsgericht aus dem Schutz der Menschenwürde und der freien Entfaltung der Persönlichkeit, zwei tatsächlich leitenden Gedanken im Katalog der Grundrechte, abgeleitet wurde. Dieses Grundrecht darf eingeschränkt werden durch Gesetz, aber solche Einschränkungen müssen immer dem Maßstab der Verhältnismäßigkeit genügen, und an dieser Stelle ergeben sich dadurch erhebliche Zweifel. Es ist doch nicht verhältnismäßig, wenn alle Kontrolldaten bis zu 13 Monate gespeichert werden dürfen, so wie das im Moment im Referentenentwurf vorgesehen ist. Wenn sich umfangreiche Bewegungsprofile von Fahrzeughaltern, teilweise von den sie begleitenden Personen, erstellt werden können, wenn der Grundsatz der Datensparsamkeit derart ad absurdum geführt wird, derart konterkariert wird für eine Technologie, die man so überhaupt nicht braucht, wenn 40 Millionen Autofahrerinnen und Autofahrer der konkreten Gefahr ausgesetzt sind, zum gläsernen Autofahrer zu werden, dann ist das doch nicht verhältnismäßig, und vor allem liegt es außerhalb jeder Verhältnismäßigkeit, wenn alle diese Grundrechtseingriffe nur geschehen, damit Horst Seehofer endlich Ruhe gibt. Meine Damen und Herren, die Kontrolldaten sollen laut Referentenentwurf erst gelöscht werden, wenn kein Erstattungsverlangen gestellt wird. Das ist über ein Jahr. So lange liegen die genauen Daten beim Bundesamt für Güterverkehr, Kennzeichen, Bild des Kraftfahrzeugs, Name und Anschrift des Fahrzeugführers. Da hat der hamburgische Datenschutzbeauftragte völlig recht, wenn er sagt, das Ganze sei völlig überzogen. Und da hat Herr Fußheim vorhin gesagt, naja, der Datenschutz ist auch irgendwie wichtig, haben Sie so angemerkt, haben Sie Leidenschaft noch eingefordert? Also die Leidenschaft für den Datenschutz, die ist bei Ihnen von der CDU definitiv nicht zu Hause. Wir haben eine klare Rechtsprechung zur Kennzeichenerfassung aus 2008, Bundesverfassungsgericht. Da hat das Bundesverfassungsgericht für recht erkannt, dass der Einsatz der Kennzeichenerfassung für Ermittlungszwecke zu Einschüchterungseffekten führen kann, zu Verhaltensänderungen, kurz zu einer Einschränkung unserer Freiheit. Und wir sehen doch jetzt die Debatte, schon die schiere Menge der vorhandenen Daten. Wenn das alles so kommt wie geplant, dann wird das Begehrlichkeiten wecken. Das hat man schon am Wochenende gesehen. Kaum lag der Referentenentwurf vor, kam der BKA-Präsident Jörg Zierke und forderte, die Daten endlich auch für Ermittlungszwecke zu verwenden. Das ist ein lang gehegtes Begehr. Und heute wird Herr Zierke dann im dpa-Interview zitiert mit der Aussage, Zitat: Durch die Debatte über Bürgerrechte und Datenschutz spüren wir einen hohen Rechtfertigungsdruck bei der Frage, was der Staat darf und was nicht. Zitat Ende. Und da kann man sagen, ja, Herr Zierke, das ist eben Rechtsstaatlichkeit. Und dieser Rechtsstaat, der zeichnet sich dadurch aus, dass er eben nicht alle Daten erfasst, dass er nicht alles tut, was technisch machbar ist, dass er nicht alles nutzt, was irgendwie nutzbar erscheint. Und deshalb ist es so wichtig, für diese Rechtsstaatlichkeit einzustehen und alles zu verhindern, was den Rechtsstaat so massiv in Frage stellt wie die unverhältnismäßigen Grundrechtseingriffe bei der Pkw-Maut. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe jetzt eingangs einige Kritikpunkte benannt, über die ich nicht sprechen wollte. So kann ich abschließend nur an den Bundesverkehrsminister appellieren. Herr Dobrindt, wenn Sie sich schon nicht von der Kritik der Verkehrspolitiker überzeugen lassen, wenn Sie die Einwände der Europarechtsexperten in den Wind schlagen,
dann hören Sie doch vielleicht wenigstens auf die Datenschützer, auf diejenigen, denen unsere Freiheit, unsere Grundrechte am Herzen liegen. Denn unsere Freiheit, unser aller Freiheit, unsere Grundrechte, die wiegen schwerer als die populistischen Wahlkampfhits des bayerischen Ministerpräsidenten. Vielen Dank. Applaus